Fleisch, Junge, Fleisch! What the fuck? Wie ein Verlierer hast du da gestanden, ne? What the fuck? Und ich glaube, der Paul ist jetzt auch ein bisschen aufgeregt. What the fuck? Und es hat ihm richtig Spaß gemacht. Und das hat man gesehen. Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich trotzdem. Er host auf einem höchsten Niveau schon. Beim ersten Wettkampf, das ist top. Nicht, dass du disqualifiziert wirst wegen zu viel Muskelmasse. Ich verstehe es nicht. Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Heute ist es endlich soweit. Paul Unterleitners allererster Bodybuilding-Wettkampf steht an. Wir kennen uns jetzt seit 2 Jahren. Wer hätte damals gedacht, dass es mal dazu kommt? Es wird also mit Sicherheit sehr emotional. Packt euch die Taschentücher parat, falls die ein oder andere Träne fließen sollte. Viel Spaß mit diesem Video. Wollen wir noch mal gucken, wie das Paulchen heute früh aussieht? Dann theoretisch müsste es Bestform sein. Jemals. Ich wollte gerade einen Formcheck machen. Formcheck, das passt. Fragt sich doch gut. Moin. Moin, moin. Ja, komm, sieh dich aus, wollte ich sagen. Okay, mach einfach eine Grundstellung. Ja, schön. Super. Das gefällt mir sehr gut. Warte mal ein bisschen größer. Hammer. Super geil. Oh ja, der Arsch. Jawoll, da siehste. Und hier sind so die Längsstreifen, Querstreifen, überall Streifen, so muss es sein, Alter Paul. Jawoll. Gut. Bam. Das seht ihr unten, Beugeadduktor, genauso wie ich es haben will. Das Einzige, was mich stört, sind die Bettfalten an der Seite. Die sollten eigentlich nicht mehr sein. Bam. Schönes Ding, Paulchen. Wir müssen ganz klären, wenn wir noch rechtzeitig unseren Spezialplatz finden. Gib her, du sollst nichts schleppen, Bruder. Das ist ja nichts. Okay. Na denn? Let's go. Erste Farbschicht oder zweite Farbschicht genau bis jetzt aufgetragen. Wie sie das mal einziehen? Pumpbooster ist auch schon drin. Jetzt wollen wir noch mal ein paar Venen zaubern. Verstreifen. Also ich finde, da geht auf jeden Fall noch mehr Druck. Jetzt gibt es noch ein bisschen Citrullin, Arginin, weiß nicht, was noch drin ist, auf jeden Fall ein paar Aminosäuren, noch ein bisschen reinzupumpen. Salz ist auch noch mit drin. Das Salz macht das Ganze so geil. So lecker, ne? Unglaublich. Gib dir das mal rein jetzt, komm. Alles? Ja. Wenn du rauskommst, selbstbewusst. Du kommst, bist gleich von Anfang an präsent, stellst dich hin, hast wieder auf, du bist immer, versuchst immer das Auge von den Kampfrichtern zu finden. Schau die Kampfrichter in die Augen und hab vor allem Spaß daraus. Okay? Guck nicht auf die anderen los, mach dein Ding. Ne? Backliner ab ist auch klar. Self-confident. Und ich glaube, der Paul ist jetzt auch ein bisschen aufgeregt. So langsam geht's los. Ist beim Aufgucken nochmal ordentlich was passiert. Ich denke, das werden das Posen auch nochmal richtig. Ich bin so gespannt, wie ihr alle nebeneinander aussehen werdet. Das ist unglaublich. Ein Konkurrenten haben wir gesichtet, der guckt total aus. Mit dem Pferdeschwanz. Ich hab Druck auf der Lust. Mach Druck jetzt hier. Zieh durch, Alter. Ich kann mit Druck nicht umgehen. Als wenn. Wenn einer mit Druck umgehen kann, dann bist du das. Come on. Halt ihn. Komm. Hopp. Easy. Ja, Paul. Jetzt ist mein neues Trainingsgebiet. Ja. Also die Juniorenklassen werden alle zusammen starten. Ja. Von Leichtgewicht bis Superschwergewicht. Das wird einige auf der Bühne. Die Bühne wird richtig voll. Und die Top 10, also erst haben wir die Top 10 rausgesucht und dann die Top 5, die dann ins Finale kommen. Die ihre Kühe vortragen dürfen. Ich hoffe, wir kommen so weit. Mhm. Nicht, dass du disqualifiziert wirst wegen zu viel Muskelmasse. Wir wollen jetzt mal nichts. Denk dran auch, ne? Erst die Schneidermuskel und dann komplett auf den Fuß und das Bein komplett durchstrecken. Komplett den Bein, den Fuß auf den Boden. Also streck nochmal durch. Zack. Hart auf den Boden. Jawohl, so ist gut. Auf
Wettkampf, ich springe und meine Kniescheibe nicht raus. Das ist übrigens auch der erste Bodybuilding-Wettkampf, wo ich überall vor Ort bin. Ich habe noch nie bei einem Bodybuilding-Wettkampf zugeschaut, vor Ort. Das ist eine Premiere. Also ich habe keine Ahnung, wie das Ganze abläuft. Also wir hoffen, alles gut. Wir haben dich schon aufgeklärt. Ja. Und für die Zuschauer nochmal. Erst kommt Line-Up, die Grundstellung. Ja? Dann kommen die Pflichtposen. Und dann am Ende dürfen die Finalisten die Kür vortragen. Sofort alle Rennen. Wenn du ins Backline-Up gehst, selbst wenn du hinten stehst, du wirst immer gesehen. Also entspannt, angespannt, präsent sein. Auch wenn du hinten stehst. Okay, ganz, ganz wichtig. Pauschen. Was meinst du? Viel Spaß, Mann. Viel Spaß. Also, Herr Paul sticht halt brutal raus, das ist krass. Aber wie die anderen aussieht, muss man jetzt gleich sehen. Das ist so geil, Alter. Ach, ich hab jetzt vergessen auch. Und ich glaube, ich habe jetzt schon seinen direkten Kontrahenten, in den es nachher richtig geht. Beginnen wir mit dem. Das ist der Mann mit dem Pferdeschwanz. Also mit der Frisur. Aber noch stehen sie nicht nebeneinander. Und erst dann können wir sehen, wer besser ist, Leute. Alleine gut aussehen können viele. Die Nummer 85. Die Nummer 86. Folger Arsch, yep, super, Paul. Wer war die? Gut. Schön steht, super. Ich versuche natürlich so wenig wie möglich Anweisungen zu geben, weil ich keinen Bock habe, den Kampfgericht auf den Sack zu gehen. Super. Beine. Beine. Gänsehaut, Baby. Wasch, wasch. Das Schlimme ist, das muss er jetzt gleich noch mal zweimal wiederholen wahrscheinlich. Ja, schön, Paul. So, jetzt kann er gleich weitermachen und die anderen haben Pause gehabt. Die 10 Athleten auf der Bühne kommen in die nächste Runde. Wir beginnen mit dem First Callout. Die Nummer 2. Jetzt die Nummer 13. Ja? Oder die Nummer 86. Ja, okay. Jawohl! Die Nummer 13. Jawohl. Jetzt kommt die 1. Ein bisschen mehr Zeit. Ja. Jawohl. Schön, Pauchen. Halten! Beine! Latissimus von vorne. Puh, das will ich auch nicht werden wollen, du. Latissimus von hinten. Also die ersten drei stehen nebeneinander, in der Mitte. Hm. Vielen Dank, Applaus für dich. Das könnte es schon gewesen sein, oder? Die wollen die nochmal durchtauschen und die Nummer 13 direkt neben Paul sehen. Die Nummer 7. Nee. Gut, also das heißt, jetzt steht im Prinzip schon die Wertung. Diese Herren stehen nun im Finale der Juniorenklasse. Wir bitten Sie auf die Vorbereitung für die Kür von der Bühne. Meine Waden waren noch nie so pump. Also Paul hat kein bisschen geschwitzt, hat sich super verkauft. Also ich habe überhaupt nichts zu meckern, gar nichts, nichts, wirklich nicht. Langweilig. Das ist das Härteste, was ich in meinem Leben hier gemacht habe. Ja? Und das war jetzt mal der erste Durchgang. Ja, ja. Dann kommt nochmal das Finale und dann kommt nochmal dasselbe bei den Männern. Ladies and Gentlemen, Mr. Paul Unterleitner. So problems, I solve them. I run through the money, depression.
hab's ja prophezeit. Ne? Also wenn ich schon bei der Kühe anfange zu rennen, aber deswegen mache ich das, deswegen liebe ich das, weil man das alles zusammen teilt. Und wenn ich, wir haben die zusammen gemacht, die Kühe, und wenn ich das, hör auf jetzt, war geil, und hast das Gefühl, man hat einfach gesehen, Paul hat richtig Bock gehabt. Und dann hat die gesagt, ich habe hinten im Publikum gestanden und ich habe die Reaktion vom Publikum mitgekriegt und alle so, immer wenn du die Moves gemacht hast, dann die genauso reagiert, wie wir es wollten. Dass alle Akzente, die wir gesetzt haben mit der Kühe, das kam einfach bis BAM. Und dann hat er geschüttelt und dann BAM. Und alle so, wow. Und dann kam der Fortnite-Move und der Fortnite-Move und alle so, dann ist einfach. Der Arsch mag das zum Schluss noch oder nicht? Alles einfach auf den Punkt, Alter. Yes! Und es hat ihm richtig Spaß gemacht. Und das hat man gesehen. Das war jetzt wirklich so. Das war jetzt gutes Feeling. Ja, Paul freut sich mehr nach ihm. Ja. Finale. Die Nummer 2. Die Nummer 86. Ich kann noch niemals sagen, ob jetzt nochmal verglichen wird oder ob die Wertung schon steht. Oder ob jetzt nochmal gewertet wird. Die Nummer 13. Und zu guter Letzt eine Toastmaske. Komm, jetzt pressen wir alles raus. Yeah! Also mit dem Ding macht er einen Sack zu. Alter. Klasse! Es wird noch ein individueller Call-Out gewünscht. Jetzt war es schön. 13 gegen 86 oder was? Die Nummer 2. Nee. Jawohl! Jetzt einer! Okay. Und die Nummer 86. Okay. Das wird ein ganz enges Ding. Die Top 3 sind alle ganz nah beieinander. Alles härter, Alter. Pause härter. Pause hat ja und hat mehr Muskeln. Das ist ein Krimi. Das ist ein Krimi, Leute. Beide Beine. Ja. Und Doppelbizeps. Komm ein bisschen nach vorne, lass dich nicht zudecken. Jawohl. Jawohl, Andi. Ja, die kann man dem anderen geben. Fleisch, Junge, Fleisch! Ja. Wahnsinn, Alter. 19 Jahre, 4,5 Jahre Training. Irre, Alter. Ja. Also klar ist für mich hier gar nichts. Platz Nummer 5. Der steht da einfach nur da und sieht geil aus. Platz Nummer 1, Niklas Alto. Alles Gute. Die Stadt Nummer 13, Julien Brüske. Oh. Krass, Alter. Ich hab das befürchtet. Und dann packen die 2 auf den zweiten wahrscheinlich. Und dann müsste es Paul gewonnen haben. Oh, komm schon, Alter. Komm schon. Ja, dann müsste es Paul haben. Oder die nehmen die 2 auf den ersten. Ja. Der Vorteil und der erste Platz in der Juniorenklasse, der umkämpftesten Klasse, der bisherigen ANB geht. Erste, ja. Ein Andreas Danach. Steht Paul jetzt am Hintergrund? Hat er nicht angesagt, oder? Was ist denn? Mal sehen, wie er es wegsteckt. Fühlt sich an, als hätte man verloren. Ne? Du hast das richtig gut gemacht, Alter. Ohne Scheiß. Ich hab das ganz anders gesehen, aber Kampfrichter entscheiden nun mal. So ist es. Also, hey, cool, passt. Es tut mir wirklich hart leid. Lukas, rein da. Oh. Auf jeden Fall, mein lieber Paul, hast du jetzt eine Einladung zum Weltfinale. Okay. Kannst du dir da irgendwie eine Profikarte holen? Oh Mann, Alter. Ich muss trinken. Ja, hab's wild, wenn das Beste rausgeholt. Ja, haben wir. Ich hatte auch ganz ehrlich, ich hätte mit dem Zopf
die 13 eher auf dem ersten oder zweiten gesehen. Ich habe die Nummer 2 weiter, viel weiter hinten gehabt, da waren wir nicht. Sage ich jetzt euch, wie gesagt, das ist subjektiv. Von hinten unten, keine, da war am Beuger nichts hart. Der war mir einfach nicht hart genug. Das sah schön aus, war eine gute Linie, Struktur. Dann hat er 15 Kilo weniger gehabt, gewogen wahrscheinlich. Also Bodybuilding war es für mich, du, von der Präsenz her. Geschwitzt hat er auch ganz doll. Aber ich bin ja auch nicht objektiv, ich bin ja dein Fan. Aber auch wie sie das angesagt haben, dass sie den ersten angesagt haben und dann stand der zweite so hinten, ja. das fand ich echt kacke. Also fand ich irgendwie, das hat sich, ich dachte, das war ein Fehler oder so, aber du standst dann da und wie ein Verlierer hast du da gestanden. Ne? Weil ich meine, wenn man den zweiten ansagt, ist ja sowieso klar, wer der erste ist und dann kann er sich schon freuen. Und nicht den ersten, der zweite steht da wie ein Kloppi. So. Ach Mann, Alter. Bist du bereit, nachher nochmal zu kämpfen? Nee. Nee? Ist mir aber egal, nicht gewünscht. Dann lass uns die vollfressen, den Mampf jetzt. Eieiei. Also auch von der Härte her, der war nicht härter als du. Ja, er war aber auf jeden Fall stark gefahren. Ja, aber gerade Beinbizeps, ich glaube, ja. So, mach die Kamera aus jetzt, wir diskutieren das jetzt noch. Also dem kann Paul eh nichts dazu sagen, weil er hat es ja nicht gesehen. Das heißt, wir müssen das Ganze dir jetzt mal zeigen, wir werten das aus. Das Paulchen ist komplett erledigt, der ist schon locker eine Stunde am Tiefschlafen, am Schnarchen. In der Männerklasse werden es so 10, 12 Athleten sein. Ich glaube, so voll wird es nicht mehr. So lange muss er da nicht nochmal umstehen. Ich hoffe, dass er noch ein bisschen trockener ist, noch ein bisschen härter und dann dementsprechend nochmal trumpfen kann. Ich habe noch keine Männer gesehen. Abwarten, ne? Das geht auf jeden Fall weiter. The waiting game is real, weil es ist jetzt 20 Uhr, Paul hat die ganze Zeit gelegen. Jetzt muss er nochmal alles mobilisieren. Ich bin mir sicher, er glaubt genauso an ihn wie ich. Er muss jetzt als 19-Jähriger sich in der Männerklasse beweisen. Wir haben nochmal ein paar Kniffs und Tricks eingeholt, Beine länger anspannen, konstanter spannen und ein paar andere Kleinigkeiten, die wir jetzt optimieren werden. Und dann geht der Junge raus und gibt Vollgas. Paul, bist du bereit? Go. Nervöser als vorhin? Bisschen, ne? Aber jetzt geht's nochmal um alles. Welche Leidenschaftslosigkeit, die das sagt. Ne? Ja. Das ist so, ich bin fokussiert, ich bin ruhig. Also von Anfang an präsent sein. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis einer weint. Vor Freude. Ja, natürlich, hoffentlich. Wir wollen hier heute einen guten Abschluss machen. Wir pumpen hier noch auf, wir pumpen auf. Und so stark seid ihr. Bist du der Wort? Scheiße, wie kriegst du hin? Mit deinem kleinen Bruder kann ich es besser. So, meine Herren, ja, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Schönen Druck. Super, Paul. Die Beine, komm, das Bein. Beide Beine, beide Beine, 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 Beine. Beine, linkes Bein. Beim linken Bein geht mal ein bisschen der Druck raus. So ist gut. Lass bloß den Druck in den Beinen jetzt. Prima, so halten, halten, halten. Super, 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 super. Oh ja, die Form ist jetzt ein bisschen besser als vorhin. Oder das Licht ist besser. Schönes Ding. Macht das super, Arsch fest. Alter. Man muss wirklich schauen, wonach hier heute gewertet wird. Wenn die Härte Trumpf ist, dann fehlt Paul auf jeden Fall noch 2-3% gegen die Kollegen in Grün oder die Kollegen in Gelb. Aber Paul hat mehr Muskeln. Für mich bedeutet Bodybuilding auch immer Muskeln. Das Gesamtpaket, man weiß es nicht. Ich rechne heute mit allem oder hoffe mir nichts. Oder andersrum, ich erhoffe mir nichts, rechne mit allem. Ja, aber ich sehe es schon. Jetzt hopp, hopp, jetzt stehen die gleich nebeneinander, die ganzen Raketen. Also muskulär kann Paul bei den Männern auf jeden Fall ganz easy mithalten. Bitte einen Schritt nach vorne. Top 5-Vergleich. Also er steht jetzt auch neben dem härtesten Athleten. Ne? Die sind alle, drei Leute sind auf jeden Fall ein Ticken härter als er. Für Paul diesmal keine Posing-Kür mehr, weil er ist so im Arsch. Ich habe ihn eben gesprochen Backstage. Er sagt, kann ich mehr. Bitte, die Nummer 86. Jawohl. Also er muss jetzt nochmal alles rausholen, was geht. Ey. Er steht natürlich gleich in den zwei härtesten Athleten, ne? Bisschen nach vorne lehnen, denk dran. Paul ist auf jeden Fall der schönste von allen, das steht schon mal fest. Also Vierter ist er schon mal, Rest weiß ich nicht. Das ist der Most Muscular. Muskel.
Wahnsinn, Alter. Hier kann keiner sein, dass Paul nicht angearbeitet hat, Leute. Das sieht ja nicht schön aus, Leute. Sieht ja nicht geil aus. Noch ein Vergleich. Oh, bitte. Die Nummer 86. Oh, scheiße, noch ein Vergleich. Hopp, 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 Paul! Die Nummer 10, okay. Keine Ahnung. Die Nummer 99. Top 3 Vergleich ist... Ich hab keine Ahnung. Meine Herren. Also wenn es nach Schönheit geht, nach Linie, wisst ihr, wer gewonnen hat. Hat es für den Dritten gereicht? Nummer 7. Jan David Rejic. Aber das Schöne ist, wenn er jetzt Dritter wird, die anderen zwei sind wirklich härter als er. Ich fand, bei den Junioren fand ich den nicht wirklich hart. Folgt auf Platz Nummer 4 mit der Startnummer 93, der Maximilian Wolf. Also Dritter ist... Und wenn er jetzt mehr als Dritter wird, dann ist es komisch, weil dann auf einmal ist die Härte doch nicht so richtig. Also er muss jetzt den dritten Platz haben. Auf Platz Nummer 3 mit der Startnummer 10, der Alexander Dack. Schön, aber komisch. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann mich auch nicht so richtig freuen. Aber gut. Somit ja, geht der Vizemeister Bieber in dieser Klasse 86, an die Startnummer 99. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Scheiße! Scheiße, Mann, ich versteh's nicht, aber ich find's geil. Zweiter und dritter nicht so getäuscht. Ich versteh's nicht. Aber wir werden uns auf jeden Fall noch mal ganz gut erinnern. Das ist die Entschädigung für das Junioren. Alter, fuck, bei Männern gewonnen? Oh, bei Junioren nicht, das auch. Wir haben jetzt noch mal einen Kampfrichter befragt, warum er gewonnen hat. Kannst du das noch mal ganz kurz erklären? Und kannst du mich sagen, dass du ihn auf dem zweiten hast? Ja, ich habe ihn auf dem zweiten Platz gehabt. Ja. Ganz ehrlich, die Nummer 99 war für mich härter. Ja, aber waren ja beide härter eigentlich. Es waren beide härter, aber es war die schöne Linie, die was gewonnen hat. Du hast nochmal explizit sein Posing... Explizit habe ich sein Posing gelobt schon. Ja. Das habe ich schon im Vorfeld gemacht. Er postet auf einem höchsten Niveau schon. Den ersten Wettkampf, das ist top. Also ich habe das selten gesehen für einen Neuling, dass das so eine großartige Leistung ist. Und für den nächsten Wettkampf unbedingt die Beine nochmal konzentrieren. 40 auf die Beine, die müssen noch mehr... Noch tiefer. Die Härte... Und härter sowieso. Das einzige Kritikpunkt ist die Härte. Ja. Kann man okay, Dankeschön. Ja? Jetzt war ich auch wieder einer von diesen Deppen, die immer so laut rumschreien. Und ich mag die Typen eigentlich nicht. Ich bin selber einer von denen. Wenn man selber schreit, ist es okay. Es war einfach die Emotion, die rauskam, Leute. So, bevor wir jetzt die Wettkampf noch mal kurz auswerten, wollen wir mal kurz eine Geschichte erzählen, was uns gerade passiert ist. Paul hat ein Restaurant gebucht. Schon vor ein paar Tagen, gestern alles besprochen. Seht ihr in seinen Vlogs. Und wir haben Essen vorbestellt, war eigentlich keine Küche mehr. Da kommen wir da hin. Wir kommen da rein, es ist Disco, es ist Party. Das Essen wurde in einem Raucherraum reserviert. Ich stinke nach Rauch, es war so ekelhaft. Paul hat es geschmeckt, mir hat es auch geschmeckt. Wir haben es schnell reingezogen, weil die Musik war so laut, dass man sich nicht mehr besprechen konnte. Wir wollten eigentlich in Ruhe mit der Familie den Wettkampf auswerten. Das hat mal gar nicht funktioniert. Ich hab mich überwunden, ich hab's dir zuliebe gemacht, Alter, ohne Scheiß, Mann. Und jetzt nochmal zum Thema Wettkampf.
danke an die AMBF, die das organisiert hat, weil der ganze Ablauf ist super gut gelaufen, sehr professionell. Danke an die Kampfrichter, weil die haben sich richtig Zeit genommen. War für die Athleten in Anführungsstrichen scheiße, weil es länger gedauert hat. Aber jeder Athlet wurde bewertet. Sie haben sich immer Zeit genommen, jeden fair zu bewerten. Selbst die hinteren Plätze wurden alle nochmal akkurat bewertet. Richtig geil, habe ich selten so erlebt. Deswegen ist es natürlich auch so spät geworden, aber ansonsten super organisiert. Catering war super, Athletenbuffet, es gab Cola Light, noch nie erlebt, und zwar in Massen. Einen richtig guten Kuchen, den ich für den Paul probiert habe. Ja, ich habe vom Athletenbuffet gar nichts gegessen. Nichts. Außer eine Banane. Da, siehste. Paul hat krass abgeliefert. Ich bin heilfroh, dass es am Ende noch diese Wendung genommen hat. Es war einfach ein richtig geiles Erlebnis. Ja, ich bin auch zufrieden. Stolz. Ich sag danke an Johannes für die gute Vorbereitung. Ist noch nicht ganz vorbei. Ich sag danke an Paul, weil er hat sehr eigenverantwortlich gearbeitet, viel organisiert, viel geplant, viel gefragt. Das ist auch immer ganz wichtig. Fragen. Wir haben uns abgesprochen. Es lief einfach super professionell ab. Paul hat sich unfassbar professionell verkauft. Es war einfach für den allerersten Wettkampf, ihr müsst euch das mal reinziehen. Der erste Wettkampf, und der steht da wie ein Profi. So haben wir es auch geplant, sind wir ganz ehrlich. Das war der Anspruch, den ich an dich hatte. Ja, du bist dem gerecht geworden, du auch an dich. Und deswegen war das einfach eine mega geile Erfahrung. Wir werden diesen Tag niemals vergessen. Auch nochmal ein fettes Lob an den Mann hinter der Kamera. Der hat nämlich auch mal richtig abgeliefert. Aus verschiedenen Perspektiven. Tim war mega. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass das ganze Material noch gesaved wird. Wir gehen ins Hotelzimmer, werden da die ganzen Daten sammeln, speichern. Hochladen. Dann geht es in 3 oder 3,5 Stunden auch schon wieder weiter. Dann fahren wir nämlich zum nächsten Wettkampf zu Leonidas Sarkona, zum Insanity Meet. Auch dieses Video werdet ihr sehen. Danke auch an euch, an die Community, die dich mega feiert und supportet hat. Ja. Dopingkontrolle auch gemacht. In 2 Wochen werden wir mehr wissen. Ich muss mich da auf Paul auch verlassen. Ja, weil sonst habe ich die Polizei auch bei mir zu Hause. Denn ich bin als Trainer eingeladen. Das sind alles so Sachen, über die man sprechen muss. Also ich verlasse mich da auf dich, dass da nichts im Hintergrund läuft. Es sind immer noch genug Leute da draußen, die es dir nicht glauben. Leute, es gibt Ausnahmetalente. Er gehört dazu. Du hast neben dir, ich könnte so viel erzählen, du hast neben den Jungs einfach ausgesehen, das waren Welten. Bei Instagram haben sie geschrieben, die hätte doppelt da reingepasst. Du bist einfach ein fucking Monster. Ja, aber nicht shredded genug gewesen. Also. Nicht shredded genug, das heißt, zur nächsten Meisterschaft wirst du international neben Männern stehen. Das ist eigentlich eher ein Bonus für uns zum Gucken. Die einzige Chance, überhaupt irgendwie zu bestehen, wird sein, nochmal locker 2 Kilo leichter zu sein. Wir müssen dich nicht groß aufladen, weil du bist sowieso brutal. Und jetzt wird es langsam Zeit, Tschüss zu sagen. Ja, Leute, denkt an den Daumen. Abonniert Paul Unterleitner und seid gespannt auf neue Videos. Genau. Wir sind raus. Gute Nacht.